Aus, vorbei. Schon nach zwei Spielen ist für die deutsche U21-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Israel Schluss. Chancenlos beim 0:1 gegen Spanien. Was bleibt, ist eine bittere Erkenntnis. Ich muss neidlos anerkennen heute, dass die Spanier einfach besser waren. Wir haben uns zu den ersten Minuten gut im Griff gehabt. Wir hatten wenig Mittel heute leider. Es war wirklich schwer. Die haben uns immer wieder sehr breit gezogen, haben dann die Lücken optimal genutzt. Es war wirklich schwer. Trotzdem, hinten raus das Tor zu kriegen, ist natürlich wieder bitter. Das war gegen Holland schon so. Demzufolge ist es enttäuschend, aber das muss man halt auch mal neidlos anerkennen. Ja, wir haben versucht, die Spanier unter Druck zu setzen, aber ja, ich sage, wenn sie auf dem Platz stehen und sie spielen gegen so starke Jungs, dann wird es manchmal schwierig. Und ich weiß nicht, da hilft manchmal wirklich nur, ich weiß es nicht, Späten. Weil die haben echt sehr starke Leute, haben immer wieder Dreiecke gesucht. Und wie gesagt, an der Moral oder an die Einstellung lag es nicht. Die waren einfach qualitativ besser als wir heute. Ich denke, wir haben den auf erwartet starke Spanier getroffen. Die Mannschaft hat läuferisch, kämpferisch von der Einstellung her alles abgerufen, was drin ist. Den Lucky Punch, dieses eine Tor, das wir hätten gebraucht, haben wir leider nicht erzielt und kurz vor Schluss diesen Treffer kassiert. Und das ist natürlich schade, aber die Mannschaft hat, was die Einstellung und Laufbereitschaft angeht, alles gegeben. Die Reise nach Jerusalem, das war das Ziel. Doch anders als ihre Gegner musste Deutschland auf spielberechtigte A-Nationalspieler verzichten. So fehlte es an Qualität. Für jeden Einzelnen ist es ein Erfahrungswert und super, ein Turnier gespielt zu haben auf dem Level oder noch drin zu sein, weil wir noch ein Spiel haben. Aber wie gesagt, Enttäuschung ist groß. Bringt aber jetzt nicht alles schlecht zu reden. Jeder hatte natürlich diesen Traum, dieses Ziel, Europameister. Darauf haben wir auch hart gearbeitet. Dafür haben wir hart gearbeitet, dass es dann natürlich leider nicht belohnt ist. Das ist dann einfach so. Man muss auch sagen, dass die, so wie die Holländer als auch die Spanier, auch richtig, richtig gute Mannschaften haben. Und ja, wir sind wahrscheinlich dann verdient ausgeschieden. Ich denke, die ganze Mannschaft ist sehr, sehr enttäuscht. Wir haben auf die Europameisterschaft hingearbeitet, hart hingearbeitet und dann verlieren wir zwei Spiele so knapp. Die Analyse und die Bilanz der Niederlagen oder überhaupt dann anschließend, wenn man gegen Russland gespielt hat, der Euro, da muss man natürlich gemeinsam machen und da wird man zum Ergebnis kommen, was vielleicht für die Zukunft dann relevant ist. Aber ich möchte meiner Mannschaft nochmal sagen, wir haben da jetzt zwei Jahre gut gearbeitet und haben jetzt auch zwei enge Spiele abgeliefert gegen Top-Favoriten. Und es hat halt nicht gereicht. Es ist auf jeden Fall kein totales Scheitern zu erkennen.